Bei Twitter denkst du sofort an das? Aber mit Twitter lässt es sich auch hervorragend lernen. Bildungsexperten der ganzen Welt sind sich einig. Unter den Top 200 Lernmedien ist Twitter ganz vorne mit dabei. Zu Recht. Denn dort setzt du dich einerseits intensiv mit Inhalten auseinander, indem du selbst Beiträge schreibst und teilst. Andererseits kannst du Twitter auch als Informationsquelle nutzen. Dort findest du zum Beispiel Hinweise auf Fachartikel, bekommst Impulse von Experten direkt mit oder kannst Fachdiskussionen verfolgen. Und zwar in nur 280 Zeichen. Ein Tweet ist also wirklich die Essenz einer Information. Für Details helfen weiterführende Links. Das Tolle daran, du bekommst alles aus erster Hand mit. Stell dir Twitter vor wie eine Zeitung, nur individueller. Denn du entscheidest selbst, welche Informationen zu dir gelangen. Folge einfach Experten, die für dich aktuell relevant sind und dein Thema aus ihren Perspektiven beleuchten. Und schon hast du deinen sogenannten sozialen Filter. Das Wichtigste aus deinem Interessensgebiet erreicht dich so in jedem Fall. Du interessierst dich für ein neues Thema? Dein sozialer Filter ist schnell angepasst. 280 Zeichen gelten natürlich auch für deine Tweets. Du musst deine Aussagen wirklich auf den Punkt bringen. Und vor dem Teilen besser noch einmal überprüfen. Sprich, du durchdringst die Inhalte bis in die Tiefe und lernst dadurch enorm. Ein Tipp: Teile deine Notizen zu einem Vortrag als Tweets. Denn das ist oft ein wertvoller Input für andere. Und du erhältst vielleicht sogar weitere Informationen. Lernen durch Lesen und Beitragen. Auf Twitter funktioniert beides. Und jetzt du.